Willkommen zurück zu Pergo und einer Runde LOL. Wir spielen heute mit Irelia auf der Toplane. In Ranked, wir sind jetzt leider wieder Silber 3. Bin abgestuft worden. Ich war der zweite Pick gewesen, hab mich für Irelia entschieden und muss mich wieder bitter bereuen, dass ich wieder so schnell Toplane gegangen bin. Aber hätte ich das nicht gemacht, wäre ich nicht auf die Toplane gekommen. So wurde ich jetzt wieder gehardcountert. Es ist halt ein Pantheon auf der Toplane. Gegen mich, bin mal gespannt, wie das werden wird, weil Pantheon counter mich halt schon ziemlich hart auf der Lane halt. Später im Spiel bin ich statistisch gesehen und vom Charakter her gesehen besser. Aber auf der Lane bin ich gegen ihn erst einmal unterlegen. Werde auch deswegen meinen W erst einmal ausskillen, damit ich wenigstens ein bisschen Sustain gegen ihn gewinnen kann. Habe ich auch deswegen für die Flask und Pots entschieden. Bin mal gespannt, wie das wird. Ach ja, bin ich gerade erfreut, dass jetzt ein Pantheon da oben, aber ich meine, erstens, ich kenne Pantheon auch nicht auswendig, ich habe noch Pantheon nie gespielt. Ich weiß, dass er abgehen kann, ich weiß, was er so im Groben kann, aber halt nicht die Cooldowns. Ich weiß halt wirklich nicht alles direkt auch von dem Charakter. Gehen das von den Charakteren, die ich halt spiele, weiß ich halt schon ziemlich genau, wann ich reingehen kann, gegen wen ich reingehen kann und so. Ich lese mir auch relativ viel mit meinen Charakteren durch, was ich countern kann, wo ich besser bin, wo ich schlechter bin, wie ich zu spielen habe, zu stehen habe. Und deswegen weiß ich halt auch, dass ich gegen Pantheon theoretisch gesehen auf der Lane schlechter bin. Ist immer eine Frage von der Sache her, wie gut spielt der andere deinen Charakter? Ist er halt mit Pantheon irgendwie Main oder hat er jetzt so gewählt, weil auf dem Papier halt steht, dass Pantheon besser ist, oder warum hat er jetzt Pantheon gewählt? Ich gehe mal davon aus, dass er jetzt einfach im schlimmsten Fall Pantheon Main ist sogar. Oder ihn öfter spielt und ich jetzt wirklich gegen ihn ziemlich safe stehen muss und werde. Ich werde so eine Menge an Creeps verlieren. Sehe jetzt auch nicht so eng. Oh lol, Amumu wird von den Dingern exekutiert. Auch nicht schlecht. Gehe auf Q erstmal. Eigentlich auch eh nehmen können. Ah, gucken. Diese scheiß Speere, ne? Dieser scheiß Kuh von ihm. Ich hasse es einfach so sehr. Ich habe, glaube ich, schon mit Irelia einmal gegen Pantheon spielen müssen. Das war aber noch in Normal Game. Und da war ich noch ohne Ruhen. Das Spiel ging aus. Sieg für unser Team, aber Lane habe ich verloren. So wie ich auch hier Lane verlieren werde. Ich hoffe nur, dass ich keinen Kill abgeben muss. Ich warte auf Amumu, hoffe, dass ich damit ihm ein paar Ganks reißen kann. Ach, mal gucken, wie das alles jetzt hier wird. Ich hätte gerne den Cannon Minion. Na, immerhin etwas. Ein bisschen Geld brauche ich ja auch. Jetzt, wo wir gerade das Spiel spielen, nebenbei lädt auch wieder eine Folge Let's Build hoch. Ich komme momentan nicht so sehr zum Aufnehmen. Ärgert mich ein wenig. Aber was nicht geht, geht nicht. Deswegen nehme ich jetzt auch eine Runde LOL auf, auch weiß nicht, ob die hinterher gut oder schlecht wird. Ich möchte und muss sie, sag ich mal, irgendwo aufnehmen, um auch irgendwo mal wieder was auf Lager zu haben, hochladen zu können, damit ihr auch ihr ein bisschen hier was bieten bekommt von mir und nicht die ganze Zeit nur Abwesenheit oder gleich, dass ihr denkt, ich habe keinen Bock mehr darauf. Daran liegt definitiv nicht. Ich habe noch Lust, ich spiele ja auch nebenbei. Meistens dann abends und dann möchte ich einfach auch gar nicht aufnehmen. Da möchte ich auch mal halt gediegen entspannen können. Aus dem Grund kam da halt auch erstmal nichts, weil wie gesagt, ich war immer spät zu Hause. Konnte nicht vorproduzieren, jetzt ein bisschen Prüfungsstress und ja, deswegen kommt jetzt erstmal gar weniger. Bemühe mich, dass jeden Tag wenigstens ein Let's Play hochkommt. Etwas von mir. Versprechen kann ich das aber leider nicht. Und da ist halt das Problem, was ich meinte gegen Pantheon. Er ist jetzt Mana los. Hat auch noch eine Flask, also. Nein! Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, ich hätte meinen Q auf den Kenny Minion versaut. Habe ich aber nicht. Jetzt muss ich mal ein paar Last Hits nehmen. Oh Gott, Amumu. Es war schön, dass du kommen wolltest, aber. Erstens hast du deinen Stun versaut und dann, ja, auch nicht angekündigt. Ich habe gerade überhaupt nicht auf die Web geachtet, weil Quatschen und
oder aufnehmen und spielen ist nicht ganz so einfach. Das merke ich immer wieder. Habe ja erstaunt gehabt, dass die Folge LOL hochgeladen hat, dass das relativ gut war mit Eve im Early. Oh Gott. Gottes Willen. Hätte er seinen Kuh getroffen jetzt, dann wäre ich tot gewesen. Konnte es aber nochmal abwenden. Nicht, dass nur Pantheon schon mal meinen Hardcounter ist. Jetzt tut ja noch Lee Sin so schnell nerven. Das nervt mich schon ein bisschen. Muss ich das schon zugeben. Also das ist schon echt blech. So, jetzt geht's hier auch schon wieder ab. Good job, man kann halt mir lauen. Ja, sie muss ja auch mal weggehen, wenn sie kein Leben hat. Hat sie die Situation nicht bekommen. Ja, die Midlane hat jetzt auch den ersten Kerl gegeben. Sieht nicht ganz so gut aus. Ich glaube, diesmal komme ich so schnell aus Zipper 3 nicht raus. I need the support. Oh mein Gott. GG. Es wird doch geflamed. Ich spiele zur falschen Zeit. Ich weiß nicht, ob ich aus meinen Zipper 3 jetzt rauskomme. Sieht jetzt gerade nicht danach aus. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch irgendwie hinkriegen. Das looks good in place. I think that looks good. Sorry, ich musste gerade kurz mal durchlesen, du gerade einen Satz nicht von Brand verstanden. Aber dieses Rumgeheule, wenn man schon verkackt gegen irgendwie, ist doch scheißegal. Da braucht man nicht sagen, hier, du kannst deinen Charakter nicht spielen und bla 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 bla, was er gerade Brand macht. Er ist gestorben, es ist egal wie, ob mit Kuh getroffen, ohne Kuh getroffen, er ist gestorben. Und das liegt nicht daran, dass sie schlecht ist oder dass sie nur der Ulti was machen kann, das liegt einfach daran, dass er einfach gefailt hat. Ich muss meine Fehler auch einsehen, ich muss jetzt hier auch mit viel Farm einbüßen, ich habe nur die Hälfte vom Farm von Pantheon. Aber was nicht geht, geht halt nicht. Wenn ich nicht da rankomme, weil er mich sonst ficken würde, dann muss ich halt passiv stehen und muss halt die Creeps mitnehmen, die ich halt einfach mir nehmen kann, safe. Ohne halt mir einen Death zu kassieren. Und da schafft er schon wieder, also kann sich nur eine Ulti gelegen haben davor. Deswegen ist es ein bisschen Rumgeheule. Ein bisschen ärgerlich gerade. Würde mich schon gerne das Spiel gewinnen, um... Ach, piss dich, Lee Sin. Das Spiel gewinnen, um halt aus der Silber 3 rauszukommen. Ich möchte, wie gesagt, Silber 1 und Gold 5. Das ist so mein Ziel, wo ich mich gerne bewegen möchte. Sieht momentan noch nicht danach aus. So, da habe ich mir kurz zwei Creeps genommen. War mir ziemlich wichtig. Vor allem halt das Cannon-Minion war mir wichtig. Dass du Belastung hast. Ach. Die Morgana farmt gerade ein bisschen mit ihrer Pfütze. Auch nicht schlecht. Aber vielleicht ist ja auch Wayne nicht ganz so stark im Last Hitten, dann mache ich das als Support auch, wenn ich merke, dass mein ADC halt wirklich keinen Farm hinbekommt. Dann bevor die ganzen Viecher weg sind oder ganzen Creeps halt in Sticks gehen, dann tue ich sie mir mitnehmen. Hab's vielleicht mein Kuh versaut. Ich würde auch gerne ganken, aber sieht nicht so aus, als könnte ich da unten was machen. Vor allem Vayne ist Level 4 erst und der Rest Level 6, ist es schon ziemlich hart. Und ich versuche jetzt, obwohl der Pantheon hier näher ist, verlaue ich mir erst meinen Last Hits. Dann ich mal lieber mit Q genommen. Bevor ich jetzt hier peinlich versage beim Last Hitten. So wie da gerade zum Beispiel. Oh Gott, vielleicht zwei miteinander versaut. GG! Ich hoffe, dass Amu weit noch rumkommt immer. Mit einer vernünftigen Gank. Das war schon besser. Mit einem vernünftigen Gang wäre schon vernünftig. Das kann man wenigstens Pantheon ein bisschen ärgern. Normalerweise müsst ihr, wenn ihr mit Erich gespielt habt gegen Pantheon, mit der Ulti anfangen zu spielen. Also erst die Ulti auf ihn setzen, ihn darauf ist ein Harrison und dann halt Slowen bzw. Stun, je nachdem wie die HP aussieht von euch und von ihm. Und dann halt eure Kombos halt nochmal durchziehen. Gelang mir gerade nicht so. By the way, I can win with Morgana as they need Braum Oriana. Sie will einfach nur ins Late Game. Meine
Rain ist halt schon ein Late-Game-Charakter, das stimmt ja. Keine Frage, aber man kann auch mit ihr im Early gewinnen. Vor allem mit einem Morgana als Support ist das auch nicht so schwer, das zu machen. Guck mich da noch rechtzeitig hinkomme. Vermute mal eher nicht. Weil die Lux sieht mir schon verführerisch aus zu killen. Würde ich mir schon gern snacken. Aber Flash zurück. Oder kommt Pantheon? Der wollte mich. Ich bin gar nicht mehr weggeflasht. Oh wow, dann zu allem gebüscht, ja, GG. Ärgerlich. Die Wade hat jetzt Zeit zum Farmen und sie geht im Jungle. Ah, sie hätte eine ganze Botlane, wo sie die ganzen Creeps abfarmen könnte. Das lief nicht optimal für uns. Ich hätte auch nicht gedacht, dass jetzt alle da von denen da sind. Meinen Flash hätte ich dann doch lieber Richtung Tower gewählt, aber hat nicht ganz sein sollen. Nee, die Partei. Ja. Alleine hat er da wohl recht. Das ärgert mich, an wen werde ich jetzt die Kids aufgegeben? Jinx, Lux und Lee Sin. Lee Sin stirbt mich momentan noch weniger, weil ich nicht weiß, ob er auf ADC oder ob der auf Tank gehen wird. Geht er auf Tank, habe ich schon ein bisschen Respekt vor ihm. Geht er auf ADC komplett, also komplett auf Damage, dann juckt mich relativ wenig, weil der flacht dann Lee Sin relativ ab, weil er sehr squishy wird. Lux, ja, ist halt extrem übel eigentlich. Weil sie so eine hohe Range hat, kann sie halt von Weitem ihre Kills machen und man kommt kaum an sie ran. Ist schon ziemlich nervig. Und ja, Jinx die Kills da zwei Stück zu haben, ist auch schon nicht nett. Das ist echt schon widerlich eigentlich. Ah, da kommt schon wieder der blöde Pantheon. Ich konnte ihn immer noch stunnen rechtzeitig. Oh, die Wayne hat einen Kill bekommen. Na, immerhin. Jetzt kriegt Lux die Kills. Ärgerlich. Jetzt wird der Brand richtig Probleme haben gegen Lux. In der Mitte. Safe. Ah, bestimmt jetzt Wayne ihn weggeschossen. Gehe ich mal von aus. Oh, eine Situation gesehen zu haben. Okay, allerdings, sie ist fährt. Ja, aber sie wirklich so fährt. Wir zwei Kills, ja. 70 CS ist halt so wie auch Dings hat hier. Unser Brand hat auch 70 CS und Pantheon auch. Wir haben ein bisschen weniger. Wie gesagt, ich muss halt einfach safe gegen den Pantheon spielen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Na, immerhin die Priest bekommen. Jetzt kann ich ein bisschen auf Pantheon einhauen. Der hier ziemlich Schaden drückt. Where's my support? The base. Eventuell. Würde ich mal sagen. Die machen da gerade Drake. Würde mich gerne dahin bewegen. Weil ich kann auch nicht porten, weil auf diese Crab kann man eh nicht porten. Läuft gerade alles nicht optimal. Wir werden wahrscheinlich auch diese Runde verlieren. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Miss Blade, ich habe das eh nicht auf den Pantheon bekommen. Ah, oh, das ärgert mich schon wieder. Ah, oh, ist das behindert. Oh, Gottes Willen. Tja, das war gefailed. Das war ganz allein meine Schuld. Da kann ich auch kein Pantheon für Flame, also wie gesagt, ist das erstmal ein Hardcounter und ich versuche mein Bestes gegen ihn. Ja, was nicht geht, geht halt nicht. Na, ich muss mein Tor noch ein bisschen retten. Ups, ich wollte eigentlich weskeln und nicht eh. Macht der Gewohnheit. Ah, scheiß die Wand an. Also der Amumu kam auch nicht mehr rum. Seit dem ersten Mal Gank ist das vorbei. Einfach nur hässlich. Momentan läuft gar nichts. Wir haben einen Kill und der ist zwar auf Wayne, aber einen Kill zu neun. Ist einfach mal gar nichts. Ich glaube, hier ist auch gewardet, wie es aussieht. Der Brand geht zu sehr offensiv, das ist zu obvious. Da wirst du sofort, dass ich da bin.
Bringt nix. Jetzt tut diese Wayne schon wieder rumflamen für nix und wieder nix, Und er steht hier rechts im Busch. Nicht, der ist einfach nur. Komm, brauchst du 1%. Da hat die Morgana einfach mal recht. So wie die hier rumflamen, das ist einfach unnormal. Ich push mal ein away, why? Sorry. Ich weiß nicht. Ich sehe die Situation unten nicht, aber ich vermute, dass Morgana recht hat. Weil so wie die ganze Zeit die Wayne hier auftritt. Ja, da hat auch mal Lux alles versaut. Und zu obvious gewesen. Neue Kahnfarm. Ja, was sie hier so rumheulen, das ist echt. Leider die Community. Das stört mich so ein bisschen an, LOL. Das ist wirklich der einzige Mankel an dem Spiel halt, diese Community, das Zusammenhalt, das ist schon. Im letzten Spiel hatte ich Nasus Top gespielt, wurde auch gehardcountert gegen eine Irelia. Vor allem ist Nasus halt ziemlich schwer zu spielen in der Patch-Note momentan. Vor allem, da auch die Tankzeit vorbeigeht. Aber ich wollte ihn halt spielen, weil es ist einfach Silber-Gegend. Es ist ein Tanky, es ist ein Late-Game-Charakter. Und dann kriegst du halt so einen fetten Irelia-Hardcounter gegen dich. Und sie hat Irelia so pervers gut gespielt, wie ich noch nie jemanden Irelia spielen den habe. Und das war schon echt krass. Und die war sogar so freundlich, hat sogar Tipps gegeben halt, obwohl die Tipps wusste ich halt selber. Nur meinte sie halt zum Beispiel nicht als First Pick Top freizugeben, Nasus, aber was soll ich machen? Ich bin First Pick, ich habe keinen anderen, der mir meinen Charakter sozusagen wählt. Ich kann halt nicht alle Charaktere tauschen, weil ich nicht so viele Charaktere habe. Ich wollte Toplane spielen, also muss ich einfach meinen Pick freigeben und da ich wirklich First Pick im Game war, blieb nichts anderes übrig als Nasus Top zu wählen. Mir war klar, dass ich gecountert wurde, wahrscheinlich gecountert werde, aber dass dann halt so hart mit Irelia bestraft werde. Naja, alles ist ein ungünstig gelaufen. Und das Team flamet sich auch gerade nur noch bis zum geht nicht mehr, es ist einfach sowas von lost. Mit der Einstellung, wie sie jetzt ins Werk gehen, wie sie mal begegnen und so, ja. Safety first, die flasht mich gleich weg. Morgana rettet mich, da kann ich nochmal dodgen. Easy. Und das ist aber, was ich auch meine, dass dieses Flame ist bringt, das zieht das Gegner, das Team nur runter, wenn man sich mit Schreiben beschäftigt, dann ist man ja aufs Spiel konzentriert. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht hardcore aufs Spiel konzentriert, weil ich ja halt auch nebenbei mit euch rede, versuche noch so ein bisschen zu unterhalten und zu erklären, zu quatschen, dass halt nicht irgendwie Stille reinkommt. Und aber ich glaube, ich bin dennoch konzentrierter als die anderen, die jetzt sich ganz beleidigen und hier nur am Schreiben sind. So, wir müssen gucken, ob ich weiter farmen kann. Weil im Teamfighter irgendwie zu helfen momentan, das macht einfach keinen Sinn. Ich möchte es einfach nur mit einer guten Statistik, ach Gott, schon wieder gerückt. Statistik wird hier rauskommen. Werden wahrscheinlich eh gleich surrendern. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Vor allem, ich würde am liebsten noch alle so reporten, halt, die also geflamed haben, aber es bringt halt einfach nichts. Die haben dann nur eine 5-Minuten-Sperre. Und dann war's das. Wenn überhaupt. Einzige Vorteil ist, man kriegt sie wahrscheinlich nicht in nicht in sein Team, weil sie halt in der Warteschleife sind noch. Das ist der einzige Vorteil, ansonsten bringt der ganze Report eigentlich wenig. Leider. So ist das normal. What that even means. This is lost. Ja, ja, ja. Wannabe ADC, ja. Was du sagst. Ja, jetzt machen wir die Gegner mit beim Flame und aber da hat Brand selber Schuld. Wer große Fresse hat, der muss einfach Druck bekommen. Naja. Was soll man dazu sagen? Ich versuche mal das Aufgeben zu worten, weil es ist nicht meine Einstellung, aber mit dem Team, es bringt einfach wirklich nichts. Gott sei Dank ist es jetzt auch hier vorbei. Ich hoffe, ihr habt trotzdem irgendwo ein bisschen Spaß. Ihr könnt mir ein paar Tipps geben. Das war's mit LOL. Euer Pergo. Haut rein. Tschüss.